So, los geht's. Wupp. Und die Tour. Mal ein bisschen schneller laufen hier. Wollen wir ein bisschen schneller zum Nordwest. Aber so weit können es gar nicht mehr sein. So weit ist das gar nicht mehr. Nur noch bis zur nächsten Stadt und dann gerade durch die Stadt durch. Das heißt nicht links oder rechts, sondern einfach gerade durch und dann über die Felder rüber. Und dann sollten wir auch schon am Nordwest Airfield sein. Das ist doch ein Schild. Kannst du gar nicht russisch hier? Bitte? Ich dachte, da war noch ein Schild. Aber wir müssen einfach. Kannst du kein Kyrillisch lesen hier? Nee, ich kann das nicht. Kuschopka. Habe ich doch recht. Kuschopka? Hast du Waffe in der Hand, oder? Nein. Nee. Und was hat hier gerade komische Geräusche gemacht? Wie denn? So wie ein Zombie eigentlich, so ganz ekelhaft. Aha. Konnte aber nichts sehen. Ein Soundbug. Die Straße verwirrt mich gerade. Wo geht die lang? Ich hoffe, die geht da vorne wieder rechts. Aber falsch können wir nicht gelaufen. Die geht da hinten links runter, glaube ich. Links runter? So sieht das zumindest aus. Wenn ich hier so folge und da hinten geht eine Straße runter. Das sind aber die Feldwege. Irgendwo muss die ja geteert weiterlaufen. Also da unten ist auf jeden Fall eine City. Nee, da nicht hin. Nee, ist klar. Vibor. Vibor ist eigentlich auch immer ein bisschen was los. Na, da ist diese T-Kreuzung. Ne, die meine ich nicht. Ich meine. Okay. T-Kreuzung. Tankstelle. T-Kreuzung meine ich direkt vor der Stadt. Laufen wir sozusagen direkt auf so eine T-Kreuzung zu. Da können wir nur in der Stadt nach links und nach rechts. Und wir müssen einfach gerade durch. Und schon wieder Hunger, Freund. Irgendwas quietscht hier manchmal so. Weak, weak. Wie so ein Typ, der sein Radio einstellt. Weißt du, was ich meine? Das wäre wirklich. Weak, weak. Aber der Durst. Ach, guck mal, hier ein Vorfahrtsschild. Was gibt's hier? Ja, ja. Wenn du nachher, wenn du mit dem Auto fährst, auch richtig, da gibt's auch einen Führerschein, glaube ich dann. Sonst vorher darfst du kein Auto fahren. Ja, ich mach da einen Polizist. Richtig. E-Verbrecher jagen. Ne, der Simon war das zum Teil, weil du bist mit dem Heli gekommen, weißt du, wie du Heli betankt hast? Musstest dich nur mit dem Heli hier auf dem Dach landen. Okay. Aber das hab ich erstmal gemacht. So einfach ist das, ne? Nix, vergammeltes Orange. Vergammeltes Apfelmus. So, jetzt kommen wir. Der Sache gleich schon. Ja, jetzt kommt Vibor. Vibor. Kannst du eigentlich Waffe gleich wieder rausholen? Die nee, Niktova. Niktovka? Wir müssen, glaube ich, noch eine weiterlaufen, oder? Ist doch nicht. Ist nicht wahr. Wir müssen gucken. Wir müssen immer durch die Straße entlang, bis diese T-Kreuzung kommt. Mit einem Zombie. Ich glaube, eine müssen wir dann noch weiter, aber die ist nicht so weit entfernt. Ekeliger Zombie. Ja, solange wir es hier durchschaffen. Die Straßen kenne ich noch alle von der Mod, ey, mit dem Auto hier durchgeballert ohne Ende. Kirche, kaputte Auto. Ein kaputtes Auto. Irgendwer hat mir mal gesagt, Tür öffnen, guck mal hier. Klack, Kofferraum geöffnet. Ist nur da nichts drin. Die geht nicht auf, das ist gut. Da steht einer. Eine Zombie. Noch ein Zombie. Da steht drei einer. Zombies hier, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja. Einfach laufen. Schon wieder das Gequietsche. Oh, das Einkaufszentrum. In dem Einkaufszentrum.
liegt jetzt was für mich rum. Ist gleich erstmal wieder was futtern. Streichhölzer, da haben wir ja gemerkt, dass wir die gar nicht brauchen. Spatenholz, Apfel. Vorne liegt Stein. Vorne liegt nichts. Kommt noch einer, glaube ich. Ja. Komm nach vorne raus. Uah, Alter, voll in der Wand. Und lauf rechts rum hier. Ja. Ja, die laufen ja überall durch. Ja, die laufen durch Wände. Ja, erwischt, weg. Drecksviecher. Das müssen sie auch mal ausstellen, dass sie durch Wände backen. Ja, wäre ganz nett. Das kann mich tierisch nerven, wenn sie dich von unten durch den Boden schlagen. Das ist nämlich richtig übel. Stehst du irgendwo und denkst, oh, ich bin eh sicher. Plötzlich merkst du es nur noch dreschen, dreschen, dreschen. Ja, moin. Ich komm mal rein zu dir zu Besuch. Moin, zack. So ein bisschen umschauen hier. Das ist die heutige Methode, um anzuklopfen. Einfach erschießen. Hey. Das ist Besitzer. Besitzer oder Besetzer? Schon wieder Milchpulver. Milchpulver? Ja. Da hinten liegt eine Dose Thunfisch. Oh, ich muss sogar essen. Dann kann ich mir das doch jetzt erlauben. Dann mache ich nämlich die auf. Futter die mal eben leer. Ja, dann kann ich auch nochmal Tüte. Bisschen Reis. So, leer der Laden. Kann ich das hier nämlich auch mitnehmen? Da nochmal eine Pepsi hinterher. Wollte gerade sagen, und nochmal ein Schluck. Bei dem ganzen Geäste kriege ich auch Hunger. Ich glaube, ich brate mir gleich einen Schnitzel, ey. Du alter Schnitzelbräter. So, dann lass uns schnell weiterkommen, bevor wir hier noch auf dumme Gedanken kommen. Wer anderen ein Schnitzel brät, der hat ein Schnitzelbratgerät. Da eigentlich macht ja auch Sinn, ne? Aber. Ja. Macht ja dann auch Sinn, sonst würde ich das ja nicht machen, für andere auch noch. Ja, du sagst ja auch nicht, wer anderen eine Pizza brät, der hat ein Pizzabratgerät. Sondern das ist ja Ofen. Ja. Pizza braten. Oh, das passt nicht. Wer anderen eine Pizza backt, der hat einen Pizza-Back-Breck. Der hat ein Pizza-Back-Gerät. Ja, aber das hört sich doch scheiße an. Bei anderen einen Zombie-Brät hat ein Zombie-Bratgerät. So. Mhm. Das wird ja dein neues Slogan. Da hinten ist eine, was ist das? Eine Schlange? Stadthäuschen. Nee, ja, da hinten kommt dann V-Bohr. Ey, ganz ehrlich, der sagt jetzt schon wieder, er fühlt sich hungrig. Will der mich verarschen, der Junge? Das ist nicht so eine Scheiße. Das gibt's doch wohl gar nicht. Ich trinke hier Bier, Homie, hier die Konserven einen nach dem anderen rein und der Typ ist immer noch am Jaulen. Der hat mehr Essen im Rucksack gerade, als ich heute gegessen habe. Also ich bitte ihn jetzt mal. Na, ich habe nur Reis. Du hast nur Reis? Ja, Reis und Dosen. Aber ich futter gerade mit dem Reis. Wie viel Reis habe ich denn noch? Ich habe noch zwei ganze Pakete. Nee. No. Hey, wo ist denn ein Paket Reis hin? Ach nee, doch zwei. Ich habe noch zwei ganze. Wie gesagt, ein Essen können wir uns ja nicht beklagen, wir werden jetzt nicht verhungern in den nächsten Stunden. Dann auf jeden Fall. Aber meiner hat die ganze Zeit Durst. Durst hat meiner schon lange nicht mehr gehabt. Da müssen wir ordentlich aus dem See saufen. Na, mal wieder einen finden. Oder einen Brunnen. Wir müssen hier echt nur auch auf diesem Server müssen wir echt aufpassen, ne? Da ist ja noch dieser Spawn. Oder Server-Hopping-Kram ist. Das heißt, wenn uns nämlich einer sieht und wir schießen auf den, plötzlich ist er weg und spawnt wieder woanders und lockt sich dann wieder bei uns an. So, dann ist nämlich Ende im Gelände.
ist richtig Feierabend. Das haben sie bei mir gemacht. Da lag ich irgendwo auf dem Dach auf so einer Feuerwache drauf. Dachte, ja gut, komm mal hoch, knall ich dich ab. Ja, was macht er? Ich habe ihn nicht gesehen. Er lockt sich aus, geht aufs Dach rauf und spawnt dann plötzlich hinter mir. Das ist nicht nett. Ja, das ist voll für den Hintern. Oh Junge, nun lauf, komm schon. Das ist seltsam, ne? Ich meine, ich will es nicht beschreien, aber keinen anderen Spieler bis jetzt gesehen. Ja, gestern auch nicht, ne? Ja, ein. Außer den einen Typen. Ein und die am Strand da, ne? Ich weiß nicht, vielleicht hängen sie jetzt alle in Tschern oder Elektro ab. Oder wirklich an dem Flughafen dahin, nur weil ich wüsste nicht, was sie in diesem Flughafen wollen. Da gibt es weitaus bessere Plätze eigentlich. Ja gut, es ist natürlich der beste Platz, wenn das Spiel mal fertig wäre, ne? Dann, da standen in der Mod drei Helis rum, LKWs, weißt du, LKWs voll, weißt du? Mit MGs, okay. Großen Magazinen, also da war schon richtig Party auf dem Flughafen. Aber jetzt wüsste ich nicht, was da so interessant wäre, vielleicht auch außerhalb auf eine neue Waffe zu finden oder so, aber so viel neue gibt es ja nicht. So, da ist wieder ein Einkaufszentrum, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir doch in Vibo, oder? Oder immer nur nicht, es geht einmal nach links und es geht einmal nach rechts. Ja, dann gehen wir jetzt hier ins Einkaufszentrum und dann laufen wir gerade durch. Laufen hier mal durch und hinten wieder raus. Oh, stimme ich mal. Ja, hier liegen zwei Rucksäcke in lila. Streichhölzer. Ach, guck mal, was hier noch liegt. Kann ich die aufnehmen? Ja. Zwei Rucksäcke sogar. Ja, hier gibt's hier noch. Oh. Oh, da habe ich schon wieder eingehört. Ja. Einfach raus in der Straße rechts. Sind da jetzt hinten raus, ne? Ja. Laufen, laufen. Sind auf jeden Fall richtig. Sollten wir zumindest sein. Ich will ja nichts beschreien hier, nicht, dass wir gleich wieder, weiß ich wo stehen. Würde mich auch gar nicht wundern, wenn da irgendwo jemand im Haus sitzt. So, kann ja immer passieren. Wenn jemand so uff, die Langeweile hat. Lass uns mal hier lang laufen. Moment, hier lang. Und einen kleinen Sprung hier drüber. Warte mal, kurz was saufen. Ja. Oh, wer ist das da? Oh, das ist ein Zombie hinter dir. Ja, warte. Direkt hinter dir habe ich ihn erlegt. Boah. Doch was. Noch einer. Meine Waffe kann bald leer sein. Also nur das Magazin. Ich will mal gucken, wo mein gutes hin ist. Das ist damaged. Damaged. Wo ist mein gutes Magazin hin? Da. Jetzt hat er das in die Hand genommen, der Trottel. Kann man das denn tauschen? Achso, ich leg das Magazin einfach in die Heide. Zieh das darauf. Magazin kannst du auch einfach auf die Waffe ziehen, ne? Ja, aber nicht wenn noch eins. Dann lädt er das automatisch. Aber nicht wenn noch eins drin ist. Achso. Dann hat er eben das Magazin in die Hand genommen. Jetzt muss ich natürlich warten, bis das andere. Kannst du nicht austauschen, die Magazine? Doch, das kannst du. Du musst es dann in deinem Inventar ablegen. Das andere rausziehen und im Inventar legen. So. Ich wollte natürlich das große drin haben, mit noch über 50 Schuss. Ah, deswegen. Ich wollte, hat es bei mir auch das nicht große reingepackt. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo ein kleines. Aber das müsste jetzt hier auftauchen, da ist es. So. So, jetzt habe ich wieder das große Ring. Ja, das habe ich auch. So, wir kommen jetzt von da war die Kreuzung, also müssen wir einfach nur geradeaus laufen. Da kommen wir eigentlich schon drauf zu.